Weit fort möchte ich fliehen, die Nacht verbringen in der Wüste, denn in der Stadt sehe ich Gewalttat und Hader. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns mit seiner stillen Gegenwart trägt, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen zu unserer Abendmesse. Wir dürfen heute einen großen Heiligen des Schweigens, der Stille feiern, Bruder Klaus von der Flüe, der Nationalheilige der Schweiz, einer meiner Lieblingsheiligen, nicht nur weil viele Kurven sind, bis man zu ihm kommt, über viele hohe Berge, sondern weil er so ein wunderbares Vorbild gelegt hat, eines einfachen christlichen Glaubens in der Familie. Er war Bauer, hatte 10 Kinder und eine große Liebe zu seiner Frau, war auch Richter und Ratsherr, hat Bürgermeister dort in seinem Dorf in Flüli und hat Gott in seinem Alltag den ersten Platz gegeben, auch in dieser Zeit des Arbeitens. Mit 50 Jahren, als dann der älteste Sohn groß genug war, um den Hof zu übernehmen, ist er dem Ruf nachgegangen, der immer schon in ihm da war und immer mehr gewachsen ist, abgestimmt mit seiner Frau, die wusste von seiner Hingezogenheit, ganz für Gott da zu sein. Er verließ den Hof, wusste nicht wohin und wurde von Gott so geführt, dass er nur 10 Minuten ging, hinunter in die nächste Schlucht, in die Ramft, wie es heißt, dort an diesem Bach, und sich dort eine Hütte baute und dort 20 Jahre als Einsiedler lebte, ganz auf Gott ausgerichtet, als Zeichen für alle Menschen, die Ausrichtung auf Gott nicht zu vergessen. Das ist das Wichtigste zu erkennen. Gott bestätigte das. Die ganzen 20 Jahre hat er nur mehr von der Heiligen Kommunion gelebt. Der Pfarrer des Ortes ging jeden Tag zu ihm und brachte ihm den Leib des Herrn. Und das war schon seine Nahrung. Auch seine Frau, weiß man mittlerweile, hat ihn zumindest eben bei diesem Kommuniongang sehen dürfen. War im Gebet auch wieder da. Ansonsten aber haben sie hier auch gemeinsam dieses Büßerleben gelebt, dieses zeichenhafte Leben für alle anderen. Und aus diesem stillen, verborgenen Leben, das nicht verborgen blieb, wo die Leute dann anfingen, ihn als den Heiligen aufzusuchen, sie spürten, dass das, was er lebte, richtig war, aus diesem Büßerleben heraus ist es ihm gelungen, die Schweiz vor einem Bürgerkrieg zu bewahren. Als die Parteien gegeneinander anstanden, hat er die Ramft verlassen, ist hin und hat mit seinen mächtigen Worten die Menschen wieder zum Frieden geführt und gerufen. Seither hat es in der Schweiz keinen Krieg mehr gegeben, 500 Jahre lang. Ein mächtiger Heiliger in aller Einfachheit des Alltags und in aller Besonderheit der Hingabe. Bitten wir ihn für unsere Zeit,
das auch uns hilft, dass die Gottausrichtung unserer Kirche und letztlich auch wieder unsere Familie und unsere Gesellschaft erreicht. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, alle trennenden Barrieren niederzureißen. Herr, erbarme dich. Du bist gekommen, die Menschen im Frieden zu vereinen. Christus, erbarme dich. Du bist gekommen, um uns am Gottes Tisch zu versammeln. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach. Er führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Herr unser Gott, deinem Ruf gehorsam hat der heilige Bruder Klaus Familie und Besitz verlassen, um in der Einsamkeit für dich allein zu leben. Du aber hast ihn zu einem Ratgeber für viele und zu einem Mittler des Friedens gemacht. Höre auf seine Fürsprache, nimm alles von uns, was uns trennt von dir, und mache uns zu einem Werkzeug deines Friedens. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder und Schwestern, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wer Christus so dient, wird von Gott anerkannt und ist bei den Menschen geachtet. Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. Schön ist der Mond, schöner ist die Sonne, schön sind auch die Sterne an. Jesus ist feiner, Jesus ist reiner als die Halleluja, 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 halleluja. Wirf deine Sorge auf den Herrn, er hält dich aufrecht, er lässt den Gerechten niemals wanken. Halleluja, halleluja, halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sagte Petrus zu Jesus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihm: Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen, die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat,
wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Lesungstexte des heutigen Heiligen, das Wort Gottes dieses Tages, führt uns hinein. Zum einen, was ist die Frucht des ganz einfachen christlichen Lebens, wo eben sein Reich schon bei uns sich ausbreiten kann? Es heißt, Gerechtigkeit stellt sich ein. Das heißt, der Mensch lernt, das zu tun, was richtig ist vor Gott. Was für ihn in dem Moment, in der Situation das Richtige ist, das ist Gerechtigkeit. Das tun, was vor Gott richtig ist. Und damit kriegt man auch einen Frieden im Herzen. Der Friede stellt sich ein. Ich tue, was ich zu tun habe, was für die Situation passt. Ich brauche nicht unruhig sein, ich brauche nicht was anders wollen. Ich tue, was zu tun ist. Und mit diesem Frieden stellt sich dann auch die Freude ein. Wenn man seine Sache tut, dann kann man innerlich froh sein. So sagt Jesus, wer so Gott dient, der hat Anerkennung bei ihm. Wer Christus so nachfolgt, denn Jesus hat das auch so gelebt, der ist geachtet. Und so hat es auch der heilige Klaus erlebt, er war dann geachtet. Schon als Bauer und dann auch in dieser Berufung, Zeichen zu werden, Prophet, Hinweiszeichen zu werden. Das macht uns Frieden, heißt es zum Schluss heute beim Paulus, wenn wir unseren Platz finden und ihn einfach leben. Und das ist ein Platz, wo Petrus uns dann noch einmal nachfragt, was ist denn die Frucht, wenn wir so sind, wenn wir wie Jesus werden, ihm alles hintanstellen, um auf Gott ausgerichtet zu sein. Alles zurückzulassen, nichts festzuhalten. Wir erinnern uns an das Wort vom Sonntag, wo ja das auch vorgekommen ist. Es geht darum, guter Verwalter zu sein, das Irdische und das Himmlische den Menschen zu reichen, nicht an sich selbst zu bereichern, nicht an sich selbst festzuhalten. Was ist es, wenn wir selbstlos geworden sind? Dann heißt es, dann fängt schon diese neue Welt an, die neue Schöpfung. Jesus ist nicht nur auf die Erde gekommen, um uns hier auf Erden das Leben schöner zu machen, reicher, sondern er ist gekommen, um uns zu zeigen, unser Leben geht auf Ewigkeit hin. Wenn die Welt neu geschaffen ist, geistig in Gott zur Vollendung kommt, dann wird es herrlich sein, sagt Jesus. Ich sitze auf dem Thron der Herrlichkeit, der Liebe Gottes, des Glücks und ihr dürft es dann auch. Ihr werdet auch verherrlicht werden, wenn ihr meinen Weg so nachgeht und mitgeht. Hier auf der Erde vieles loslassen, um ganz frei zu sein für diese Aufgabe, das einen Blick zu haben. Hundertfach wird es uns zurückgezahlt, heißt bei Jesus heute. Ewig ist Glück und Herrlichkeit vor uns. Gerade am heutigen Gedenktag auch unseres lieben Freund Bertel, diesen Blick zu haben, hinein in die Herrlichkeit Gottes sind wir berufen. Und glücklich, wer hier auf Erden schon so ausgerichtet zu leben beginnt, als Zeuge für viele. Amen. Am Gedenktag des heiligen Klaus von Flüe, lasst uns zu Christus rufen um den Frieden in der Welt. Wir beten für die Menschen, die deinen Ruf hören und deinen Licht folgen wollen. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Wir beten für die Menschen, die wegen ihres Glaubens behindert und verfolgt werden. Erhöre uns, Christus.
Erhöre uns, Christus. Wir beten für die Politiker, dass sie durch faire und ehrliche Debatten einen guten Weg in die Zukunft suchen. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Wir beten für die Menschen unterschiedlicher Religionen und Konfessionen bei uns, dass sie zu einem friedlichen und respektvollen Zusammenleben beitragen. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Wir beten für unsere Verstorbenen, die an das Evangelium geglaubt haben. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. An diesen Reiter für verstorbenen Gatten, die Kinder für verstorbenen Vater zum Sterbetag. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Guter Gott, höre das vereinte Gebet deines Volkes und schenke unserer Welt den ersehnten Frieden durch Christus, unseren Herrn. Schön sind die Blumen, schöner sind die Menschen in der frischen Jugendzeit. Sie müssen sterben, müssen verderben. Jesus bleibt in Ewigkeit. Schönster Herr Jesus, bei uns gegenwärtig, durch dein Wort und Sakrament. Jesus, dich bitte ich, Herr, sei uns gnädig, jetzt und auch am letzten Tag. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, heilige die Gaben, die wir darbringen. Sieh gnädig auf uns und hilf uns, dir in dieser Welt treu zu dienen, damit wir zur ewigen Herrlichkeit gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, immer und überall zu danken und am Fest des heiligen Einsiedlers Niklaus deine Weisheit zu rühmen. Er verließ in hochherzigem Entschluss alles, was er besaß, und zog sich zurück in die Einsamkeit, um frei von allen Bindungen an die Welt, ganz für dich, unseren Gott und Vater, zu leben. Du aber machtest die Klause im Wald zu einem Heiligtum seines Landes. In der Zwietracht und Verwirrung der Zeit wurde er zum Licht für das Volk, als unermüdlicher Mahner zur Versöhnung und Frieden, zur Eintracht und zum christlichen Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen
das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Er, der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und walte, sein wird immer da. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du, und all deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen, damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater. Der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern. Bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Erlösungsopfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteile erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus, zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir dieses Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die dich mit ehrlichem Herzen suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Gütiger Vater, gedenke, dass wir alle deine Kinder sind und schenke uns das Erbe des Himmels. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, dem heiligen Klaus von der Flüe und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis, der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns um das Kommen seines Reiches bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch das Zeichen Jesu Christi, Frieden und Versöhnung. Bitte sehr.
das Lamm vom Vater so geliebt, dass ich für die Schuld der Welt zum Sühneopfer gib. Erbarme dich, o unser, erbarme dich, o unser, erbarme dich, unser, o Herr. O du Gottes Lamm, vom Vater so geliebt, dass ich für die Schuld der Welt zum Brot des Lebens gib. Erbarme dich, o unser, erbarme dich, o unser, erbarme dich, unser. Vater so geliebt, dass ich für die Schuld der Welt zum Kelch des Heiles gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, o Herr. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele gesund. Wenn die Welt neu geschaffen wird, werdet ihr auf 12 Thronen sitzen. Lasst wir uns hineinnehmen in diese ewige Welt. Blut Christi, schenke uns ewiges Leben. Das Blut Christi. Amen. Thank you.
bin mit Christus gekreuzigt worden, so lebe nun nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Singen wir zum Dank auf der Seite 40. Die erste und die fünfte Strophe. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Es warm und still die Kerzen heute entflammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Sein kann wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag. Lasst uns beten. Gütiger Gott, gib uns durch die heilige Speise, die wir empfangen haben, neue Kraft, damit wir dich nach dem Vorbild des heiligen Niklaus immer mehr lieben. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke euch für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Mein Bruder Klaus ist überliefert, dass seine Mutter, als sie zu ihm schwanger war, einen Traum hatte, einen großen Stern aufgehen sah in einer großen Dunkelheit.
wurde später so gedeutet, dass eben schon ein Vorauszeichen war für die Heiligkeit des Klaus von der Flüe, der dadurch die Herrlichkeit und das Licht Jesu Christi wieder aufleuchten ließ in seiner Zeit. Bitten wir, dass auch wir mehr und mehr in dieser Gottausrichtung zum Lichtbringer für unsere Welt werden. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, eure Familien, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr begegnet, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich komme gerade von der Dechantenkonferenz und morgen haben wir den zweiten Tag. Ich bitte euch sehr um euer Gebet, dass wir wirklich gute Zeichen der Zeit verstehen und die guten Wege dann auch gehen mit dem ganzen Volk Gottes. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott.